Hallihallo und willkommen zurück zu Sunset Overdrive. Und ja, wir machen die Hauptquest weiter. Nebenquests gibt es ja keine mehr. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Oh, aua. Ich habe ein Talent. So war das nicht gedacht. Ja, dann gehen wir mal schnurstracks dahin. Zack, zack. Und bereiten Sie sich auf die Rettung vor. Oh, oh, was seid ihr da oben? Moment mal. Wovon redest du überhaupt? Okay, erledigt. Nebenbei noch jemanden gerettet. Oh, da lebt noch einer. Oder er ist, funktioniert noch. Hallo? Freunde? Seid immer noch ängstlich? Ich hab euch gerettet. Ich hab euch gerettet. Was seid ihr denn? Aua, aua, aua. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich konnte meinen Laser nicht abschießen? Du kleiner Fickgnom? Ernsthaft? Ach komm, jetzt lass mich da hoch. Kann ja wohl nicht euer Ernst sein. Wo ist denn das jetzt? So, jetzt aber. Ja, gebt mir euer Geld. Euer Geld, alles. Alles. Will all das war echt knapp. Ja, labert mich nicht so. Ich will eure Kohle haben. Na, also geht doch. Sehr schön. Das nächste Mal nicht lang schnacken. Kohle hergeben. So, jetzt gehen wir hier hoch. Hallöchen, Popöchen. Oh, ganze. Alles klar. Können wir mal machen. Gerne doch. Überhaupt kein Thema. Ich hab dich gesehen, aber ich will erstmal das. So, jetzt kommst du. Wenn ich dich treffen würde. Na, wer ist besser im Nahkampf? Ist ja peinlich für dich, ey, mit einem Plastikschwert besiegt zu werden. Oh, weg da. Okay, wir haben jetzt kurz zusammengearbeitet, nur um dich jetzt zu erledigen. Kommst du jetzt her? Aber weg mit dir. Ah, sehr schön. Gib mir alles, was ihr habt. Was ist denn das? Kann ich da was machen? Warum habt ihr das so beschützt? Nö, okay, alles klar. Ich dachte vielleicht, geht das. So, wie weit müssen wir denn noch? Hallo, Kumpels! Keiner kann mich aufhalten. Eben. So. Wir machen den Weg frei. Subtil. Ah, ja. Okay. Was war das denn jetzt? Sieh an, wer wach ist. Ich bräuchte einen Moment mit dir allein. Ist das wirklich klug, so vor den Kindern?
Ich habe dich hierher gebracht, damit du siehst, worum es den Las Catrinas geht. Das ist wichtig. Jetzt weißt du, warum ich keine Geduld für eure Spielchen habe. Okay, locker, Guantanamo. Für dich, Esperanza. Hör mal, es kommt was echt Übles auf uns zu. Bald. Ich kann dir helfen. Und den Kids. Aber zuerst muss ich in die Fisco-Zentrale. Da gibt es nichts. Gar nichts. Es ist voll automatisiert. Kein Essen oder Medizin. Ich will weder Essen noch Medizin. Dann hast du mir nichts zu bieten. Halte dich von den Kindern fern. Okay, die Sache läuft folgendermaßen. Ich erfülle ein paar Aufgaben für dich, dann magst du mich und dann hilfst du mir. Nie im Leben. Glaub mir, das klappt immer. Okay, euch ist bewusst, wenn wir das Outfit kriegen sollten, mit was sie dann auch mal spielen wird. Also nur um sich gut zu stellen mit den Las Piranzas, nee, Las Casillas, ach was auch immer. Okay, was müssen wir denn machen? Tag der Toten. Mhm. Dann gehen wir doch. Oh, neue Nebenquests. Ganz viel. Oh, ganz viele Quests. Ganz viele Quests. Ja, das sind die Hauptquests. Ich verkaufe alles Mögliche. Versuch dein Glück. Alter, du darfst aber auch. Gefällt dir was? Du darfst überall rein, oder? Two-Head Jack steht nicht zum Verkauf. Ja, wer hätte es gedacht? Komme ich da hinter? Kann ich nicht kaputt machen. Ach, hi, du bist auch da. Ich habe so tolle neue Outfits für dich. Hör auf, meine Zeit zu verschwenden. Ist ja gut, jetzt machen wir hier mal keinen auf Terror, ne? Ja, dann würde ich sagen, Schnellreisepunkt haben wir auch schon hierhin. Machen wir wieder die Nebenquests. Hallo, wer bist du denn? Ich habe Esperanza geschworen, ich würde die Kinder beschützen. Doch ich habe meinen Vater seit Wochen nicht gesehen. Er war ein Fisco-Ingenieur. Also kennt er vielleicht einen Weg aus der Stadt heraus. Könntest du ihn für mich finden? Klar. Oh ja, für die satte Belohnung mache ich das gern. Meine Wohnung befindet sich westlich vom Stadtzentrum. Sieh zuerst dort nach. Okay, mache ich. So, wo ist es denn? Ist es kürzer? Ach komm. Wir laufen hin. Ich habe gerade neue Kleidung. Okay, hier geht schon mal nicht raus. Nein, nein, du musst gar nichts sagen. Einfach anziehen. Wie kann ich denn hier wieder raus? Hey, willst du dir mein Arsenal anschauen? Ich komme nicht mehr raus. Entschuldigung. Ich würde euch gern verlassen, aber. Wie? Ach, hier oder was? Ah, ja. Okay. Oh, das sind Stinkeschuhe. Ab, 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 ab. Weiter so. In die Richtung und einmal fallen lassen. Gut, 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 gut. Wir nehmen mal die Abkürzung. Dachte ich. Ich komme da nicht hoch, doch. Also ich habe gemerkt, auch wenn nicht die Spielmusik läuft, sondern diese anderen Sachen, die Vorstellungen und alles, ist leider auch nicht wirklich viel Ton dabei. Aus Gründen der GEMA-Sicherheitshalber. Ich möchte nicht, dass mir die Videos geclaimt werden, so nach dem Motto, weil das hatte ich die letzte Zeit. Der ist eh nicht mehr am Leben. Ich kannte mal einen Waschbär namens Hector. Hat in der Gasse neben meiner Wohnung gelebt, bis seine Eingeweide eines Tages über die ganze Wand verteilt waren. Ich glaube, die Müllabfuhr hat ihn erwischt. Hector war aber auch ziemlich fett. Er hat es bestimmt nicht schnell genug aus dem Weg geschafft. Armer Hector. Hätte wohl nicht so viel Müll fressen sollen. Ja, du machst Mut, du bist ein Mutmacher, eindeutig. Hey, ganz ruhig. War doch nur ein Waschbär. Was ich sagen wollte, dank lieber GEMA ist es jetzt auch schon in letzter Zeit passiert, dass ganze Videos wirklich gesperrt worden sind. Deswegen möchte ich da jetzt sicher gehen und es ist keine Musik großartig am Laufen. Sorry, Katrina. Das sieht nicht gut aus. Jemand zu Hause? Hallo? Fisco, oh, nö, was macht ihr denn jetzt hier? Ich muss diese Fisco-Box loswerden. Ja dann, oh shit, ich hätte mal Muni kaufen sollen, hä?
Na, wo seid ihr? Wollen wir Spielchen machen? So, noch mal einen nach dem anderen weg. So, so, so. Oh, das war's. Einmal Muni. Bräuchte ich. Einmal Muni. Was ist denn hier los? Geh mal kaputt. Hey Schwester, das würde dir nicht gefallen, aber es sieht aus, als sei hier jemand gestorben. Gemeinsam mit einer Menge Fisch. Oh nein. Mein Vater hat gegrillten Fisch geliebt. Er hat täglich Fisch gegessen. Vielleicht ist er zu Robby gegangen, meinem Bruder. Robby und ich haben uns zerstritten. Ist eine lange Geschichte und alles seine Schuld. Er hätte sich halt nicht bei Facebook eingeloggt lassen sollen. Aber egal. Ich glaube, in der Horrornacht war er mit einem Haufen Laper unterwegs. Laper, ne? No. Ja, dann. Da beamen wir aber hin. Hallo? Da machen wir jetzt nicht den langen Marsch. Auch wenn ich es machen müsste, weil da sehr viele Roboter jetzt auf der Strecke sind, aber ganz ehrlich, nein. Seid gegrüßt, Hauptmann und Kommandant. Seid gegrüßt. Seid gegrüßt, Hauptmann und Kommandant, Level 99. Rubbish. Für euch immer noch knappe Robert. Der knappe Robert. Deine Schwester sucht nach deinem Vater. Hector, weißt du, wer sein könnte? Meine Schwester? Diese krötenartige Ferkelnuss ist am Leben? Wie dem auch sei. Die letzten Worte meines Vaters ließen vermuten, dass er seine Arbeitsstätte aufsuchen wollte. Seine Arbeitsstätte? Fisco? Fürwahr. Okay. Danke. Okay. Was macht ihr denn jetzt? Wie kommen wir denn jetzt da hin? Vor allem, wo ist es? Ach Gott, da hinten. Okay, dann beamen wir eben wieder zurück. Gute Nacht. Also bei diesen Hin- und Hergerennen, kein Wunder, dass es sich besäuft. Bleibt ja nichts anderes übrig. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ach, da sind wir. Okay. Fisco. Da bist du. Du Teil alles Übels. Okay, da komme ich nicht hoch. Alles klar. Ich suche mir einen anderen Weg. Aber erst machen wir das hier weg. Die nehmen wir mit. Da müssen wir hin. Dann fahren wir hier schnurstracks lang. Halt. Halt. Das nehmen wir mit. Und. Oh nein. Wir sind nicht allein. Ja, 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 ja. Du willst doch gar nicht mit mir kämpfen. Mann, oh Mann, oh Mann. Warum treffe ich denn nichts? Es ist ja furchtbar, nicht mal unter ein Ziel. So, jetzt aber gut. Her mit dem ganzen Gezeugs hier. Kommen wir denn jetzt da hoch? Ach da. Da ist ja was. Zum Hochklettern. Oh, huhu. Was? Okay. Wir müssen wohl da hoch. Hallo. Okay, und, hab ich dich. Wir sind ja fast da. Hier unten. Hier oder was? Nochmal weiter runter.
Hier. Okay. Was sollen diese Fische? Immerhin führen sie mich zu Hector. Was hat denn der mit den Fischen zu tun? Das nehmen wir mit. Jetzt geht's wieder hoch. Ach, Leute. Hoch, runter. Nein, 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 nein. Hui. Nein, was machst du denn? Hier müssen wir lang. Hallo, ist da jemand? Hey, bist du Hector? Hey, ja, ich sitze hier schon seit Wochen in dieser Fluchtkapsel fest. Der Fisch geht mir langsam aus. Fluchtkapsel? Sie ist Teil des Evakuierungsplanes im Falle der Apokalypse. Aber die Sensoren haben wohl nicht genügend Leichen gezählt. Wenn es eins gibt, an dem es mir nie mangelt, sind das Leichen. Wo sind jetzt diese Sensoren? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Natürlich auf der anderen Seite. Fischluftprogramm 187 wird ausgeführt. Bereits gefunden. Upsi. Oh ja, oh ja. Können wir wieder hochleveln. So, da müssen wir doch hier irgendwo wieder hochkommen. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Ach, das nimmt einfach kein Ende. Muss ich euch nochmal töten, ihr armen Schweine. Achso, da lang. Okay. Ja, dann laufen wir mal. Steil. Was? Unten? Ach, da. Okay, ich bin bei den Sensoren. Jetzt wird gemordet. Na dann. So. Ihr macht das schon. Ja, ja. Einmal töten, bitte. Mehr kommt jetzt nicht. Ich dachte, jetzt kommt hier Riesenzeugs. Ja, dann einer. Wie viele Leichen braucht's denn? Ich töte hier die ganze Zeit. Willst du mich verarschen? Heilung, ja geil. Oh shit, was kommt dann da jetzt wieder? Ja, na, wir lassen nicht gerechnet, du blödes Mistding. Okay, die kann man auch. Jupp, jupp, jupp. Jetzt. Na, also. Was passiert jetzt? Oh, wir brauchen mehrere Sensoren. Na toll. Jetzt auch anders sein können. So, weg. Okay. 132 Meter. Eine Munikiste wäre cool. Könnte ich noch irgendwo hier rumliegen? Dann müssen wir hier hoch. Mist, ich bin außerhalb der Sensorreichweite. Ich bin noch gar nicht drin gewesen. Ja, lass mich doch mal da hoch. Überraschung. Naja. Du Miststück da oben. Geh runter. Was kommt denn jetzt da an? Auch noch?
Wo ist denn der Fluche-Dings? Oh Mann. Können wir jetzt mal hier Feierabend machen? Okay. Feierabend! Okay, das sollten mehr als genug Leichen sein. Ich frage mich, was jetzt passiert. Wow. Toller Fluchtplan, Fisco. Yep. Hey, hast du meinen Vater gefunden? Sorry, ja. Aber Hector ist jetzt Fischfutter. Wie, das war's? Das akzeptiert ihr einfach? Okay. Gut. Ja, warum nicht? Dann beamen wir jetzt wieder zurück zu dieser Basis. Und holen uns zumindest schon mal die nächste Quest. Mal gucken. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so weit fortgeschritten im Spiel wieder eine neue Gruppierung finden. Aber okay. Und ich habe so einen ganz bösen Verdacht, dass es eine Quest gibt, dass wir denen ihre komischen Schreine, die überall verteilt sind, noch abklappern dürfen. Gut? Du siehst heute schon besser aus. Ja, mir geht's super. So, hallo? La Kadrina! Hallöchen! Wir vermissen eine Schwester. Wir müssen hier bleiben und auf die Kids aufpassen. Aber wenn sie in Schwierigkeiten steckt oder schlimmer ist... Wo wurde sie zuletzt gesehen? Im Stadtzentrum. Sie hat eine Bande Scabs verfolgt. Wenn etwas passiert ist, müssen wir ihr zumindest die letzte Ehre erweisen. Ja, gibt nur Kohle. Okay. Wie weit ist es weg? Ja, da können wir... Schaffen wir das? Ja, ich denke, das schaffen wir noch. Komm. Abmarsch. Autsch. Dann holen wir uns das jetzt noch, die Queste. Vielleicht finden wir sie ja. Wenn nicht, müssen wir halt ein kurzes Breakchen machen. Okay, hier lang, hier lang. Hier runter. Hier lang. Mist. Da wollte ich nicht hin. Ach nö. Ach nö, wie komme ich jetzt da wieder hoch? Da drüben wieder. Na gut. Dann gehen wir von da. Hier, oder? Irgendwo. Hä? Warte mal. Wo ist denn da? Was? Da war doch irgendwo das Seil? Da war's. Ach, laber mich nicht so. Ich habe keine Zeit für dich. Da lang wollte ich. Da geht's nicht weiter. Das ist doch schon wieder irgend so eine Basis, oder? Ach, da. Oh je. Ein blutiger Schuh und ein Megafon. Nicht gut. Was das wohl bedeutet? Kannst du mal abhauen? Das heißt, die Scabs haben sie getötet. Und sie gegessen? Stell das Bier ab. Was passiert denn jetzt? Nun unsere Songs spielen. Nun räche sie, während die Musik spielt. Las Katrina-Style. Siehst du, dass die Blumen das Letzte sind, was sie jemals sehen? Las Flores de los Muertos. Okay. Ja, ich bin wieder heilfroh, dass ich die Musik nicht wirklich am Laufen habe. So, dann hüpfen wir mal, grinden, schießen. Aua, 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 hör doch mal auf. Ich kann nirgendwo hüpfen. Das ist Tradition. Du musst ihn töten, bevor das Ding vor dir ist. Und den krieg ich Ausschlag.
Okay. Ja, das kriegt man hin. Oh nein! Ich darf keinen Style verlieren! So. Hey! Was sind denn alle? Ne, die sind nicht falschen, oder? Ja, aber wo sind denn alle? Da hinten sind sie. Okay. Fünf Stück noch. So, sind noch welche? Ah, hier. Zwei, drei noch. Einer noch. Nein! Die Zeit. Oder habe ich es geschafft? Nein. Vielen Dank für diese Totenfeier. Möge unsere Schwester in Frieden ruhen. Es hat geklappt. Hey, wo bleibt der Siegesbildschirm? Hallo? Hey, was ist das? Was ist was? Was ist das? Meine kleinen Freunde hier werden dich in Stücke reißen. Hey, Chica. Solltest du nicht tot sein? Oh mein Gott, hat meine Schwester dich geschickt, um wegen mir all diese Skeps zu töten? Och, typisch. Hör zu, das mit dem Kinderretten ist super nobel und so, aber ich hab mein eigenes Leben, okay? Ich hab meinen Tod vorgetäuscht, damit ich zu meinem Freund ziehen konnte. Hey. John war ein Skep, aber er hat sich geändert. Meine Schwestern würden das nicht verstehen. Vermutlich würden sie ihn killen. Bitte töte mich nicht. Und sag ihnen nicht, dass du mich gesehen hast, okay? Klar, weißt du, eine Menge Leute sind gerade für eure verbotene Liebe gestorben. Könnte glatt vom alten Shakespeare sein, das Ganze. Okay. Was für eine böse Wendung in der Geschichte, aber uns kann's egal sein. Gut, dann gehen wir doch nochmal zurück zur Hauptbasis von Quest. Wir gehen jetzt zu dieser Basis und machen ein Folgenbäuschen. Rüsten uns wieder auf, um dann die nächste Nebenquest zu machen. Wir kriegen das schon hin. Wir werden alle Nebenquests lösen. Auch wenn sie uns noch so damit zuscheißen. Laber mich nicht voll, wir sind mitten in der Stadtbasis. Ich bin für dich da. Waffen. Ha, vollgeladen. Geil. Hast du was Neues eigentlich? Nein. Und stirb mir ja nicht weg. Mach ich nicht. Nicht allzu viele an. Können wir eigentlich was aufrüsten? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Lebensenergie. Erhöhte Gesundheit um 30%. Nehmen wir. Warte mal. Stopp. Genau. Oh, jetzt muss ich sammeln. Oh, jetzt muss ich wirklich sammeln. Was ist denn hier noch? Ja, komm. Grind. Das ist schon auf das Höchste, dann machen wir das auch. So. Passt doch. Andere Kunden. Gut. Dann würde ich sagen, war's das für diesmal. Und nächste Folge kommt die nächste Nebenquest. Und vielleicht ein Stück Hauptquest, man weiß es nicht. Wir werden sehen. Bis dann. Ciao, ciao.